Kieler, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ja, ich musste hier gerade mal meinen Stuhl richtig einstellen. Wir sind auf der, auf einer Cerberus-Basis. Und zwar sind hier Ex-Cerberus-Wissenschaftler, die sich uns anschließen wollen, die aber jetzt momentan daran gehindert werden, zu evakuieren. Natürlich durch Cerberus, wie wir uns schon denken können. Und mit diesem Dr. Archer können wir reden. Commander Shepard, ich habe von Ihnen gehört. Noch ein Cerberus-Überläufer, wie es scheint. Etwas in der Art. Dr. Gavin Archer, wir haben wohl beide den Unbekannten hintergangen, jeder auf seine Art. Wie sind Sie hierher gekommen? Meine Forschung für Cerberus hat vielen Leuten geschadet. Ich habe Dinge getan, die kein Mensch tun sollte. Da war ich also, mit Blut an den Händen. Blut, das ich nie abwaschen konnte. Dem Unbekannten war das egal. Er sagte, unser Ziel sei größer als jedes Opfer, das wir bringen müssten. Also hat der Unbekannte Ihre Kündigung nicht angenommen? Für einen Mann, der gerne Vorträge über die Grautöne der Moral hält, ist sein Weltbild ziemlich schwarz-weiß, sobald es um Gehorsam geht. Entweder du machst mit, oder du stirbst. Woran haben Sie bei Cerberus gearbeitet? Es nannte sich Projekt Overlord, ein Experiment, um gewaltlose Methoden zu finden. Zur Kontrolle der Geth. Das scheint gar keine schlechte Idee zu sein. Ja, aber wie alles, was der Unbekannte anfasst, wurde auch meine Arbeit in gewisser Weise korrumpiert. Nur so viel, es nahm kein gutes Ende. Was ist schiefgegangen? Das war purer Zufall, leider. Die Geth reagierten nicht auf meine Versuche, mit ihnen zu kommunizieren. Bis mein jüngerer Bruder David einen Durchbruch erzielte. Er war Autist, mit mathematischer Inselbegabung. Er beherrschte in kürzester Zeit die Sprache der Geth und kommunizierte mit ihnen. Er hat direkt mit dem Geth-Kollektiv gesprochen? Zunächst nur rudimentär. Und deshalb beschloss ich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich schloss David direkt an ihr Netzwerk an. Es kam zur Reizüberflutung. Kein Gehirn, nicht einmal das eines Genies, kann diese Informationsmenge verarbeiten. Es trieb ihn in den Wahnsinn. Hat David das freiwillig gemacht? Der Unbekannte wollte Ergebnisse und ich wollte ihn zufriedenstellen. Zuerst schien es, harmlos zu sein. Sie haben Ihren eigenen Bruder dazu gezwungen? Glauben Sie mir, ich durchlebe diesen Albtraum jede Nacht. Er drehte durch. Sein Geist wurde zu einem Computervirus und infizierte unsere sämtlichen Systeme. Er tötete Dutzende Labormitarbeiter. Am Ende mussten wir über der Basis Nuklearwaffen zünden, um den Amoklauf zu beenden. Das war's, Doktor. Ich weiß zu schätzen, dass Sie uns helfen, hier rauszukommen, Commander. Projekt Overlord ist ein DLC für Mass Effect 2. Das ich nicht habe, aber ich nehme an, wenn wir das gespielt hätten, dann würde dieser Typ uns erkennen und würde uns wahrscheinlich, je nachdem, da hat man wahrscheinlich auch Auswahlmöglichkeiten, uns ein bisschen was liefern. So bekommen wir sozusagen eine Kurzzusammenfassung, was es in dem DLC ging. Eine private Nachricht von Horace an Bryn. Bryn, das gefällt mir nicht. Ich konnte einen Blick auf die Forschung der anderen werfen und mir bietet sich ein Blick auf das Gesamtbild, der alles übersteigt, was wir uns je hätten vorstellen können. Nicht in unseren schlimmsten Albträumen. Ich werde anfangen, meine Arbeit selbst zu sabotieren. So schlimm ist es. Wir müssen so schnell wie möglich darüber reden. Ha. Und hier finden wir noch ein Datenpad. Das hatte aber nur Credits, okay. Wer ist denn Horace? Okay, wir können hier unsere Waffen modifizieren. Wir haben aber nichts... Seien Sie nicht so, die sind nur zu zweit. Das dauert höchstens eine Minute. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Da sollten wir Bryn und Jacob wiederfinden, wieder treffen. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler sind hier? 43 plus Forschungsassistenten. Eine Flucht mit mehr als 40 Leuten?
Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Brim, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Eine gefährliche Wahl. Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht? Ja, wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay, alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay, ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Okay. Reden mit Brynn, vorausgesetzt, wir kommen hier bei die Stufe. Dr. Cowell, haben Sie kurz Zeit? Natürlich. Wie ist Ihre Beziehung zu Jacob? Wir haben viel erlebt. Ein alter Kollege von ihm hat uns vorgestellt. Durch Jacobs Augen habe ich erkannt, was aus dem Unbekannten geworden ist. Ich war so in meine Arbeit verliebt, dass ich das Offensichtliche nicht sehen wollte. Mein Geldgeber war korrupt. Verstehe. Darum ist es auch wichtig, sich mit guten Menschen zu umgeben. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn getan hätten. Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Für technische Perfektion ist dem Unbekannten nichts zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Wie sind Sie entkommen? Ich war eine loyale, langjährige Angestellte mit Freiheiten. Als der vierte Kollege verschwand, kamen wir zusammen und waren wenige Tage später weg. Und bisher hat Cerberus nie vermutet, dass Sie direkt vor seiner Nase sitzen. Wir dachten wirklich, wir hätten alles bedacht. Wie demütigend. Welche Arbeit von Ihnen will Cerberus unbedingt haben? Sie basiert auf Tech von den Kollektoren. Im Grunde geht es um die Kommunikation von Reaper zu Kollektor. Dr. Horace Armstrong und ich arbeiteten an einer Praxisanwendung, einer Art Implantat. Kaum hatte er seine Komponente fertiggestellt und arbeitete an etwas anderem, verschwand er. Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physiker. Das haben wir doch schon gefragt. Komisch daran. Mag sein. Andererseits, da war doch jetzt noch eine dritte Auswahlmöglichkeit. Flucht von Cerberus. Sie haben diese Leute in ernsthafte Gefahr gebracht. Sie wollten es so. Die Wissenschaft darf sich niemals der Tyrannei beugen. Wir sind nicht geflohen, um uns zu verstecken, sondern um ein neues Leben aufzubauen und ungestört arbeiten zu können. Liebe, Familie, das alles gehört auch jetzt dazu. Wofür sollten wir sonst kämpfen? Danke, Dr. Cole. Dann lasse ich Sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. Jojo, bitte. Noch ein Datenpad. Das hat wohl auch wieder Credits. Ein persönliches Log von Brynn Cole. Wir konnten mit Jacobs Hilfe bestätigen, dass mehrere unserer Kollegen in Wirklichkeit ermordet wurden. Vertrag aufgehoben heißt das bei Cerberus. Makeda, Scott, Daniel, Chunhai, Annika und viele andere, von denen ich nicht einmal wusste. Sie sind alle fort, spurlos verschwunden. Einfach so. Wir hätten früher gehen sollen. Ich weiß gar nicht, warum wir so lange gewartet haben. Und ich erinnere mich nicht daran, was so wichtig schien, auch nur einen Tag länger zu bleiben. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich finde das lustig, dass sie immer ihre persönlichen Logs hier rumliegen lassen. So nach dem Motto, oh, ich schreibe mein Tagebuch. Ja. Und ich lasse es aber ganz offen liegen, damit jeder es lesen kann.
ein persönliches Log von Damini Sengupta. Wir versuchen herauszufinden, wofür das Endprodukt unserer Forschung eigentlich gedacht war. Es ist zwar offensichtlich, dass das Übertragungssystem neurologische Anwendungen bei Implantaten erfüllen sollte, aber viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Insbesondere der Verlust von Dr. Horace Armstrong behindert unsere Bemühungen, die Ziele des Unbekannten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Teile eines Ganzen, die beängstigende Schlussfolgerungen nahelegen, aber wir sind weit davon entfernt, dieses Ganze genauer erfassen zu können. Und das macht mir am meisten Angst. Ja, wahrscheinlich hat er die Leute mit Absicht ermorden lassen, damit eben da niemand mehr nachforschen und nachfragen kann. Irgendein Gift, speziell für Turianer. Ja, das ist schon für irgendeine Nebenmission. Ja gut, dann reden wir halt gleich mal noch mit Jacob. Was finden wir hier sonst noch irgendwas? Außenpostenbericht von Jacob Taylor. Außenposten zu 48% betriebsbereit. Wir haben einige der Lagerräume um den Zentralkern zu Unterkünften umfunktioniert, um Energie zu sparen. Die äußeren Bereiche sind alle stillgelegt, was uns eine Pufferzone geben müsste, falls Cerberus-Agenten uns aufspüren. Die Geschütze funktionieren, aber ich weiß nicht, wie gut sie geschützt sind. Ich werde versuchen, auf dem Schwarzmarkt Schilde dafür zu finden. Naja gut, dann reden wir mal mit unserem alten Freund Jacob. Hey, sind Sie okay? Wie war's denn? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Es scheint Ihnen gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Denken Sie noch dran, was Ihrem Vater passiert ist? Es verfolgt mich eher. Mehr hat er dazu nicht zu sagen, okay? Wie lange kennen Sie Bren? Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Hatten viel gemeinsam. Dann kam sie wegen ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe, eine Zuflucht finden. Konnte ich Nein sagen? Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Enklave. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja, vielleicht. Es ist nur, wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute beschützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Was ist passiert, Jacob? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr, naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben. Und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Und was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten. Die mir am Herzen liegen. Wir könnten sie brauchen. Verlockend, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, verstehe schon. Nein, Shepard, die Normandy ist ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich Sie schon gern zum Teufel schicken. Nein, das können Sie nicht. Gibt's was über Cerberus, das ich wissen sollte? Der Unbekannte war besessen von der Indoktrination. Das ist klar. Haben Sie sich je gefragt, was da schief ging? War ich so blind? Ich hielt ihn für einen Idealisten. Warum konnte ich das Böse nicht sehen? Werfen Sie sich nichts vor. Und wenn Sie die Kristallkugel zum Laufen bringen, sagen Sie Bescheid. Ich möchte gern wissen, wie es hier ausgeht. Mach ich. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Ja, jetzt kommt die Geschichte, die ich an Jacob am wenigsten mag. Wenn man einen weiblichen Shepard spielt, kann man ja im zweiten Teil eine Romanze mit Jacob eingehen. Denn Jacob sagt, dass alles und wenn man jetzt hier im dritten Teil dann aufkreuzt, dann ist Jacob einfach mit Bryn zusammen. Das Gespräch läuft dann in ungefähr so ab, ja... Eine hektisch aufgestellte Miliz ist kein Gegner für eine Cerberus-Einheit. Tut mir leid, aber ich habe mich irgendwie anders umgeguckt. Das ist der Oberhammer. Und im zweiten Teil behauptet er noch, man wäre seine große Liebe. Der zweite Oberhammer kommt aber noch, den spoilere ich aber nicht. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant, der gute Jacob. Oh. Eine neue Waffe. Die ist sehr langsam,
sehr wenig Kapazität, hier sehr viel Gewicht. Eine höhere Präzision, ja, gut. Wir nehmen sie mal mit. Ich habe sowieso momentan die andere ausgerüstet. Idi kann ruhig die erstmal behalten. Ja, also das macht Jacob doch extrem unsympathisch, finde ich. Ja, mein Dings bringt da nichts. Irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie es sollte. Haut mir den Techniker um. Oha. Habe ich jetzt schon wieder... Ja, die Sondermunition ist schon wieder aus. Naja, gut. Das ist nicht der einzige Grund, warum ich Jacob so unsympathisch finde. Ich weiß gar nicht, was ich so gegen ihn habe, aber irgendwie mag ich ihn nicht. Ich weiß es nicht. Er ist mir irgendwie zu glatt, zu aalig. Ich weiß es nicht. Zu aalglatt. Irgendwie ist er nicht so mein Ding. Also, wir müssen jetzt unabhängig davon nach den Geschützen schauen, die hier eigentlich die Basis bewachen sollen. Die scheinen irgendwie ausgefallen zu sein. Beziehungsweise, ich glaube, nee, umgekehrt. Cerberus hat die, glaube ich, gehackt. Und deswegen können die jetzt hier nicht evakuieren, weil sobald sie mit den Shuttles hier rausfliegen würden, würden die Geschütze die abballern. Und das wäre natürlich uncool. Jacob, die Schüssel müsste jetzt wieder online sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Sie müssen sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Feinde landen. Also, es ist echt der Burner, finde ich ja, wie viele Truppen Cerberus tatsächlich irgendwie hat. Und diese Soldaten, die haben, die sind ja irgendwie auch noch modifiziert. Das heißt, der Unbekannte hat da echt wieder richtig viel Geld und Zeit reingesteckt, um die... Oh nein. Ich muss da irgendwie hochkommen. Idi? Oh. Auch nicht schlecht. Hat er da irgendwie Raketenschuhe gefunden, oder? Ach ja, schön, dass das Spiel einfach immer noch teilweise verpackt ist. Was wollte ich sagen? Ja, Cerberus, der Unbekannte. Oh, shit. Nee, es hat gereicht. Und er hat einfach auch nichts Besseres zu tun, als, obwohl die... Oha. Die Menschheit irgendwie... Wir müssen ihn von dem Geschütz wegholen! Wirklich gerade am Sack, nicht nur die Menschheit, sondern generell die Galaxie am Sack ist, hat er einfach nichts Besseres zu tun, als allen noch zusätzlich auf die Nerven zu gehen. Das versteht man einfach nicht. Das ist ein bisschen richtig blöde Kampfsituation hier. Hier ist Munition. Aber ich glaube, es sieht noch relativ gut aus. Hier liegt irgendwas. Wir müssen aufpassen, dass der uns da oben nicht erwischt mit seinem Schuss. Oh, nee. Ja, jetzt hat es uns doch erwischt. Bloß unten. Bleibt bloß unten. Komm schon, Schilde. Ihr müsst euch... Nee, das ist Kacke hier. Oh, Gott sei Dank. Ich heil mich mal lieber. Ach, der. Ja, jetzt hat er uns doch erwischt. Was machen wir denn jetzt? Kann ich den dann oben nicht irgendwie. Ich glaube, den erwische ich nicht. Gareth, was ist denn mit dir? Erwischst du den da oben? Ja. Scheinbar hat er ihn irgendwie gekriegt. Wir müssen da rauf und die Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren.
glaube, wir kommen nur hier hoch. Die andere Leiter scheint defekt zu sein. Okay, hier ist, glaube ich, das Erste. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann. Ciao.